Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Stefan Ginder, Direktkandidat für den Wahlkreis 6 in Hessen und darf Sie im Namen der AfD, des AfD-Kreisverbandes Waldeck-Frankenberg und der AfD-Kreistagsfraktion, deren Vorsitzender ich bin, recht herzlich begrüßen. Ich darf Sie ebenfalls von der Datenschutzgrundverordnung grüßen und Ihnen mitteilen, dass wir hier Film- und Fotoaufnahmen machen. Wer hiermit einverstanden ist, darf gerne im Raum bleiben. Die Grüße vom Hausherrn darf ich ebenfalls übermitteln. Wer unsere Intoleranzunverträglichkeit testen möchte, den werden unsere Saalordner nach draußen begleiten. Ich begrüße die Landtagskandidatin Claudia Papst-Dippel. Immerhin auf dem aufsichtsreichen Listenplatz 12, deren Ehemann Akula Dippel. Für den Wahlkreis 5 und ebenso begrüße ich ganz herzlich unseren Kreissprecher Thorsten Hunzinger, der aber heute sprachlos mir den Part der Begrüßung übertragen hat. Ich begrüße auch meine Kollegen aus dem Kreisvorstand und den Sprecher des Ortsverbandes Bad Wildungen Idertal-Waldeck, Dr. Joachim Baudes und den Schatzmeister Albrecht Grüntal, und besonders die Mitglieder der jungen Alternative Waldeck-Frankenberg. Aus dem Nachbarkreis begrüße ich die Mitveranstalter Schwalm-Eder, die Kreissprecherin Renate Glaser mit Anhang. Und aus dem benachbarten Ausland begrüße ich den stellvertretenden Sprecher der AfD Münster, Herrn Röhr. Mit seinem Gefolge natürlich. Ich darf auch ganz recht herzlich den zu spät gekommenen Norbert Senges begrüßen vom KV Höxter. Der sture Westfale wieder durch. Ne? Das muss. Außerdem war ich nicht zu spät, Stefan. Nein. In der Schule ist das. Ich begrüße und freue mich mit Ihnen auf die beiden heutigen Hauptredner, Albrecht Glaser und Nikolaus Petö. Albrecht Glaser habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Er verfügt über eine sehr lange und bewegte politische Vergangenheit. Ich glaube, es waren fast 40 Jahre für die CDU. Nikolaus Petö, man hört es schon, hat einen rumänisch-ungarisch-österreichisch- und auch deutschen Hintergrund. Ne? Da hat es angefangen. Migrationshintergrund. Und für unser heutiges Thema Sicherheit als Polizeihauptkommissar sicherlich eine Menge zu sagen. Nico Jona Podkiwanok. Die Hauptredner gestatten mir bitte vorab aber auch ein paar Gedanken. Die Wähler, die mich hier im Wahlkreis wählen möchten, sollen wissen, mit wem sie es zu tun bekommen. Und was mich umtreibt, im hohen Alter von fast 60 Jahren in die Politik zu gehen. Mit Volker Bouffier tritt ein Steigelbügelhalter von Angela Merkel ins Rennen, die für eine rücksichtslose Einwanderungspolitik verantwortlich zeichnet, die unserem vormals sicheren Land in eine ungeschützte, von Migrantenkriminalität beherrschte Republik verwandelt hat. Es gibt Schätzungen, dass es jeden vierten Tag Messerangriffe bzw. Morde gibt. In Köln wurden Hetzjagden auf Frauen veranstaltet, die anfangs sogar noch vertuscht werden sollten. Ja, wo leben wir denn eigentlich? Zur SPD, Heulboje, Thorsten Schäfer-Gümbel, brauche ich eigentlich gar nichts weiter sagen. Mein Wahlslogan für die hessische Landtagswahl heißt: Wir sind die politische Alternative für Hessen. Wenn Sie Vergleiche mit unseren Mitbewerbern anstellen,
achten Sie mal auf die ausgeübten Berufe bzw. Berufs- und Bildungsabschlüsse. Hier werden Sie bei der Alternative für Deutschland feststellen, dass alle Kandidaten ordentliche Berufsabschlüsse und Berufserfahrung haben. In meinem Beispiel über 40 Jahre. Ich für meinen Teil nehme auf jeden Fall in Anspruch, dass ich Politiker mit Beruf und kein Berufspolitiker bin. Es ist Zeit für eine neue Kraft. Wir werden Ihnen eine Alternative in Hessen bieten. In unserem Land muss geltendes Recht wieder durchgesetzt werden durch eine leistungsfähige Justiz. Wir stehen für die Zukunft der Familien und die besteht bei uns in erster Linie aus Vater, Mutter und Kindern. Wir werden keine weitere Frühsexualisierung in Kindergärten und Schulen zulassen. Wir sind generell gegen Gender Mainstreaming. Für uns eine Pseudowissenschaft, die uns vorgaukeln will, es gäbe noch 60 weitere soziale Geschlechter. Dieser Quatsch muss von den Bildungsplänen in Hessen verschwinden. Wir wollen keinen Islamunterricht an hessischen Schulen. Wir werden die schleichende Islamisierung in Kindergärten und Schulen verhindern. Und das fängt. Und das fängt schon damit an, wenn Regeln vorgegeben werden, dass kein Schweinefleisch in Kantinen ausgegeben werden soll. Wir treten für die Abschaffung von Umweltzonen ein und natürlich sind wir gegen Fahrverbote von Diesel-Pkw in Innenstädten. Nebenbei ist diese ganze Diesel-Schadstoff-Diskussion eine ideologische, von Lobbyverbänden gesteuerte Diskussion und hält unter wissenschaftlicher Betrachtung keiner wirklichen Überprüfung stand. Wir werden künftig Asylmissbrauch verhindern und dafür sorgen, dass konsequent abgeschoben wird. Ebenso werden wir dafür sorgen, dass es wieder Sicherheit im öffentlichen Raum gibt. Wir werden keine No-Go-Areas dulden. Wir stehen für eine verantwortungsvolle Sozialpolitik und die heißt nicht Einwanderung in unser Sozialsystem. Wir werden hierbei auch genau unterscheiden, wer politisch Verfolgter und wer Wirtschaftsflüchtling ist. Wer ausreisepflichtig ist, reist auch unverzüglich aus. Aber ich wünsche Ihnen jetzt erstmal spannende Unterhaltung mit Albrecht Glaser und mit Nikolaus Petül, wobei der Youngster den Vorrang hat. Ich habe auch noch einen Hinweis bekommen, da hinten steht eine Spendenbox. Wir sind eine sehr junge Partei, sozial ganz schwach gestellt. Also wenn Sie da eine kleine Spende reinmachen, dann würde unser Kreisverband sich sicherlich sehr freuen. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Stefan. Wir sind eine Partei, die nicht sozial schwach gestellt ist, sondern erstmal finanziell. Sozial sind wir wirklich stark. Also Sie können uns finanziell gerne unterstützen, wenn Sie das möchten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, liebe Sympathisanten und Besucher. Zuerst möchte ich mich bei den Organisatoren, ich werde nicht so viele begrüßen, herzlich für die Einladung bedanken. Dafür auch aber bei Ihnen bedanken, dass Sie den langen Weg an den ersten herbstlichen Tag in diesem Jahr hierher gefunden haben. Dieses Hessen, liebe Freunde, ist kein Land mehr, in dem wir gut und gerne leben. Ich trete für die AfD ein, weil ich nicht möchte, dass Sie sich sicher fühlen. Ich möchte, dass Sie sicher sind. Sehr oft in der Politik über das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger gesprochen. Das ist natürlich wichtig, aber das bringt nichts, wenn sie sich sicher fühlen und raus auf die Straße gehen und dort nicht mehr sicher sind. Mein Name ist Nikolaus Petül, ich bin 47 Jahre alt und seit 25 Jahren Polizist. Ich diene hier im Land Hessen, aber ich diene vor allem den Bürgern. Und das mache ich gerne, weil ich weiß, was ich sage, wie wertvoll und unbezahlbar
die Demokratie und ein Rechtsstaat ist. Sie werden sich fragen, warum ich das sage. Ich bin in Rumänien aufgewachsen und ich bin ein waschechter Multikulti. Meine Großmutter ist eine gebürtige Berlinerin, mein Vater ein Ungar aus Budapest, meine andere Großmutter eine Österreicherin, die eine Rumänin geheiratet hat. Und bei der Blutbank wissen Sie nie, was Sie mit meinem Blut anfangen sollen. Ich habe es erlebt, in einer Diktatur auch noch als eine Volksminderheit zu leben. Und glauben Sie mir, ich möchte das nie, nie wieder erleben. Und dann bin ich mit 19 nach Deutschland gekommen. Ich nenne es immer wieder nach Hause kommen und erlebte hier ein Rechtssystem, das mir fast die Tränen in die Augen trieb. Alles war geregelt. Ich verstand die Menschen nicht, die über Bürokratie schimpften. Heute hat sich etwas gewandelt, mein Verständnis für die Bürokratie, aber ein System, in dem der Rechtsweg offen steht und nicht ein Staat, wo der Polizeichef entscheidet, ob du ein Auto, einen Führerschein oder Eigentum haben darfst. Und dann kam bei mir die Entscheidung, dass ich etwas tun muss, um diese Demokratie und das Rechtssystem in Deutschland zu schützen. Sie werden sich wundern, ich habe diese Entscheidung tatsächlich beim Zähneputzen getroffen. Ich habe gesagt, ich muss etwas tun und wo kann ich das am besten tun als bei der Polizei, weil die Polizei die Exekutive ist, die unsere Bürger und unseren Staat schützen. Und das macht sie gut, das will ich Ihnen sagen. Aber wir treten an, weil wir es besser machen möchten. Genau dieselbe Entscheidung habe ich damals getroffen, bei Zähneputzen wieder, dass ich in die AfD eintrete. Ich stand vorm Spiegel und habe mir gesagt, es bringt nichts, ständig beim Zähneputzen zu motzen. Du musst entweder etwas aktiv tun oder du hältst deinen Mund. Und ich habe mich entschieden, aktiv etwas zu tun. Ich bin relativ früh in die AfD eingetreten. Vorher war ich politisch nicht aktiv, war ich nur ein Motzer. Und das war die gute Entscheidung. Mein Weg führte mich zu der einzigen Partei, die nach meiner Überzeugung dafür kämpft, die deutsche Kultur, unsere Sitten und Bräuche, die Sprache, das Rechtssystem und die Ordnung in diesem Land zu verteidigen. Und das war und ist die AfD. Wer die Nachrichten und die Zeitungen der letzten Wochen, sogar Jahren, verfolgt hat, wird mit Sicherheit festgestellt haben, dass sich so manches in der Sicherheitsarchitektur geändert hat. Das, was früher ein tatsächlicher, bedauerlicher Einzelfall war, ist heute nahezu zur bitteren täglichen Realität geworden. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht von einer Nachricht eines Überfalls, einer Schlägerei oder neuestens einer Messerstecherei erfahren. Ein paar Beispiele zum Warmwerden, und das sind nur von den letzten Wochen. Sonntag in Sachsen-Anhalt, also vorletzten Sonntag, nach der tödlichen Messerstecherei in Chemnitz, wo ein Tatverdächtiger bereits freigelassen wurde, folgte die Schlägerei mit tödlichem Ausgang für einen 22-Jährigen in Köthen. Wie wir jetzt erfahren haben, ist der Mann aber nicht aufgrund der Fremdeinwirkung verstorben, sondern er lag der Obduktion zufolge einem akuten Herzinfarkt. Jeder von Ihnen kann sich ein Bild davon machen, wie ein 22-Jähriger, der an einer laut Presse schweren Herzerkrankung gelitten hat, haben soll, reagiert, wenn zwei Männer ihn mit Tritten an Kopf und Körper traktieren. Der Zufall muss eine große Rolle gespielt haben, damit er prompt in diesem Moment an einem Herzversagen erlag. Der Staatsanwalt stellte keine Kausalität zwischen dem Einwirken der Täter und der Todesursache fest. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Samstag in Dortmund. Ein 23-jähriger Mann wird schwer verletzt auf der Straße gefunden. Er wurde vermutlich von Nordafrikanern geschlagen, beraubt und niedergestochen. Für den Mann endete der Abend im Krankenhaus in einer Notoperation. Samstag in Mainz. Ein 19-Jähriger wird von zwei offensichtlich arabisch aussehenden Personen überfallen, zu Boden gerissen, mit einem Messer vom Hals bis zum Ohr geritzt und gewürgt. Anschließend werden sein Handy und sein Bargeld geraubt. Und ja, wir sind nicht ausländerfeindlich, wenn wir
diese Tat genauso verurteilen wie jede andere Tat dieser Art, obwohl der Geschädigte aus Somalia stammte. Samstag in Fulda. Drei Südländer schlagen einen 52-jährigen Mann nach einem Disco-Besuch bewusstlos. Da gehört schon etwas dazu, jemanden bewusstlos zu schlagen. Also, als der Mann nach mehreren Schlägen zu Boden ging, traten die Beschuldigten mit einem gezielten Tritt den Mann ins Gesicht, wobei dieser das Bewusstsein verlor. Alles, was ich Ihnen hier vorlese, das sind Zeitungsartikel, das heißt, sie sind durch eine, ich möchte es nicht Zensur sagen, aber durch eine genaue Überprüfung durchgegangen, aber mehr konnte da nicht offensichtlich rausgefiltert werden. Samstag in Fulda, drei Südländer schlagen einen, Freitag in Gütersloh, ein 85-jähriger Mann. Wenn wir überlegen, dass in Herborn eine 91-Jährige vergewaltigt worden ist, dann degeneriert diese Gesellschaft. Das ist nicht mehr normal, meine Damen und Herren. Ein 85-jähriger Mann wurde auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes von einem Südländer angesprochen und gebeten, Geld zu wechseln. Als der Mann diesem Wunsch aus Höflichkeit nachkam, so sind wir Deutsche, wurde die Beifahrertür aufgerissen und der Täter entriss die Geldbörse und flüchtete davon. 85-jähriger Mann. Das könnte mein Vater problemlos sein. Donnerstag in Friedberg. Nach einem Streit unter Syrer wurde ein 18-Jähriger mit dem Messer im Gesicht verletzt und musste in ein Gießener Krankenhaus behandelt werden. Der Täter, ein 16-Jähriger, ebenfalls Syrer, konnte von der Polizei leicht verletzt festgenommen werden. Mittwoch in Köln. Ein 40-Jähriger Südländer überfiel eine Frau von hinten, hielt ihr den Mund zu und riss sie zu Boden. Nachdem er sich auf die Frau legte, versuchte er, die Geschädigte zu entkleiden. Durch ihren heftigen und entschlossenen Widerstand konnte die Frau den Täter in die Flucht treiben. Und jetzt kann sich jeder von Ihnen denken, was die Absicht dieses Mannes war. Mittwoch in Wittlingen. Unzufriedener Flüchtling schlägt ein Dutzend Fenster ein, beschädigt zwei neue Fernseher und schlägt seine Zimmereinrichtung kurz und klein. Grund: Unzufriedenheit mit der Versorgung. Meine Damen und Herren, das kann nicht sein, dass jemand hierher kommt, nach Schutz ruft und anschließend sich hier benimmt wie bestimmte Tiere im Walde. Wir haben auch viele Sachen, die mir so im Sinne kommen, die einfach durch Simplifikation oder einfach mal zurückdenkend auf die eigene Wohnung beantwortet werden können. Die erste Sache: Gehen Sie von zu Hause weg und lassen Sie die Tür offen. Warum lassen wir dann unsere Grenzen bei unserem Land offen? Wenn jemand bei Ihnen zu Hause plötzlich in Ihrem Haus eintritt, ist die normalste Frage, dass Sie hingehen und sagen: Guten Tag, was möchten Sie? Was tun Sie hier? Das sollen wir auch an der Grenze machen. Wir wollen nicht die Grenzen schließen, wir wollen nur wissen, wer in unserem Land kommt und mit welcher Absicht er hierher kommt. Und noch besser, wenn jemand im Sommer, und dieses Jahr haben wir einen ordentlichen Sommer gehabt, bei 40 Grad an Ihrer Tür klopft und sagt: Ich bin jetzt seit 2 Stunden zu Fuß unterwegs und ich habe fürchterlich Durst. Da wird jeder Deutscher, wird die Tür aufmachen und wird ihm sagen: Komm rein, du kriegst ein Glas Wasser. Und wenn derjenige sich in diesem Moment auf Ihrer Couch legt, die Füße auf den Tisch und sagt: Ich brauche kein Wasser, ich möchte gerne Wein oder Sekt, dann wird die normalste Lösung sein, dass man sagt: Mein lieber Freund, da ist die Tür, geh bitte. Mittwoch, Dienstag in Speyer. Ich warte noch ein bisschen weiter, nur zum Warmwerden, ich höre gleich auf. 40 Asylbewerber greifen Sicherheitspersonal einer Asylunterkunft an, weil ein 30-jähriger Somalier aus einer Unterkunft, die lediglich für Frauen und Familien vorgesehen war, laut Hausordnung vom Sicherheitspersonal verwiesen wurde. Man hat sich erlaubt, ihnen zu sagen: Wir haben hier Regeln, Freund. Und an diese Regeln musst du dich halten. Und da flippen die komplett aus. Das kann ja nicht sein. Das dürfen wir auch nicht dulden. Das endet in Anarchie. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Dienstag in Essen. Nigerianer greift Polizeibeamte an. Ein 27-jähriger Nigerianer flüchtet im Rahmen einer Kontrolle von der Polizei. Warum? Weil er per Haftbefehl gesucht wurde. Er verschanzt sich in einem Raum eines Hauses. Als die Beamten die Tür gewaltsam öffnen, weil sie ihrem Auftrag nachgingen, greift er die Beamten mit Schlägen und Tritten unvermittelt an. Bei den Widerstandshandlungen wird ein Beamter so schwer verletzt, dass er in ein Essener Krankenhaus gebracht werden musste. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Dienstag, oh, das darf auch nicht sein. Dienstag in Gotha.
Ein 16-jähriger Afghaner läuft nachmittags die Straße entlang, als plötzlich neben ihm ein Auto anhält, drei Landsmänner aussteigen, ihn ansprechen und dann mit Schlägen und Tritten maltratieren und anschließend wieder ins Fahrzeug steigen und flüchten. Sonntag in Ravensburg, ein Mann schwarzafrikanischer Abstammung verbringt den Abend in mehreren Gaststätten mit einer Frau. Als er den Abend in getrennten Hauswegen enden sollte, stellt der Mann der Frau nach, überwältigt sie und versucht sie zu vergewaltigen. Was vermutlich nur aufgrund der heftigen Gegenwehr und Hilferufe des Opfers unterbunden werden konnte. Meine Damen und Herren, die Frauen haben hier in Deutschland, und das sollten sie auch in der Zukunft, dieselben Rechte wie ein Mann. Und wenn eine Frau Nein sagt, dann heißt es Nein. Und zwar für jeden auf dieser Welt. Und jetzt etwas aus meiner, ja, wollte ich sagen, Heimatstadt, aus Gießen. Ich wohne unmittelbar neben Gießen. Ein schwarzer Afrikaner entreißt eine Seniorin, die am Arm geführte Tasche. Die Dame kommt zu Fall und wird noch ein Stück mitgeschleift, bis die Tasche jetzt schließlich loslässt und der Mann mit der Beute flüchten kann. Die Seniorin erlitt durch den Vorfall nicht nur einen Schock, sondern auch einen deformierten Armbruch. Unverständlich. Also ich kriege selber Gänsehaut und kommt Wut auf. Das ist unverständlich, wirklich. Mittwoch habe ich dann aufgehört, diese Pressemeldungen zu lesen, weil ich hatte wirklich Blutdruck, hohen Blutdruck. Der Stefan kennt das. Dieses Dutzend an Nachrichten ist nur ein kleiner Ausdruck der letzten Wochen aus Deutschland. Katrin Göring-Eckardt sagte auf einem Parteitag der Grünen Ende 2015 mit Bezug auf den Zuzug von Abertausenden von Flüchtlingen den Satz: Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Leider hat sie recht. Und ich freue mich darauf. Aber nun frage ich Sie, meine Damen und Herren, ist das eine Veränderung in diesem Land, die Sie sich wünschen und auf die Sie sich freuen? Ich denke nicht. Niemals. Meine Damen und Herren, reden wir über Sicherheit. Das Erste, was einem Politiker beim Thema Sicherheit einfällt, ist die polizeiliche Kriminalstatistik, kurz BKS. Keine Angst, ich werde Sie, obwohl hier ein Beamer ist, nicht mit Zahlen zuschütten, ich möchte nur auf einige kurze Sachen eingehen. Auf den ersten Blick scheint diese BKS in Ordnung zu sein, da die Zahl der Straftaten gesunken und die Aufklärungsquote etwas gestiegen ist. Das hat natürlich der Minister sehr deutlich gemacht. Wir reden von 62,7% 2016, ist gestiegen auf 62,8% letztes Jahr. Die Wahrheit ist jedoch tief in den Hunderten von Zahlen versteckt. Als erstes muss man wissen, dass die BKS mit Tatverdächtigen gefüttert wird. Ein Tatverdächtiger ist eine Person, die nicht frei vom Verdacht einer Straftat ist. Das passiert sehr schnell, man ist irgendwo dabei und schon ist man nicht mehr frei von dem Verdacht einer Straftat. Bis diese Person zum Beschuldigten, Angeklagten und letztendlich zum rechtskräftig Verurteilten kommt, dauert es sehr lange. Letztendlich, auch wenn das oberste Gericht, der Bundesgerichtshof eine rechtskräftige Entscheidung getroffen hat, gibt es noch immer den Rechtsweg zum Europäischen Gerichtshof. Wir reden hier von Verfahren, die bis zu 10 Jahre dauern können. Fällt ein Tatverdächtiger auf diesem langen Weg raus, also ist er nicht mehr tatverdächtig, wird die BKS nicht bereinigt. Das heißt, wenn einmal erfasst ist, bleibt er drin, sie wird nie bereinigt. Das bedeutet, dass die BKS die Aufnahme der ersten Ermittlungen ist und spiegelt nicht eine Verurteilung, die das Ende des Rechtsweges sein sollte, wider. Es wäre sehr interessant, die BKS gegenüber einer Statistik der Verurteilungen zu stellen, um das Nettoergebnis zu erfahren. Die Flüchtlingskrise, die 2015 angelaufen ist, hat die Sicherheit sowohl als Sicherheitsgefühl als auch als tatsächliche Sicherheit verändert. Um mit dem Fachausdruck der PKS zu reden, ein paar Sätze zur Kriminalität von Nichtdeutschen. Ich rede jetzt nicht absichtlich nicht von Flüchtlingen, Migranten, Asylanten, die werden alle in einen Topf geworfen, sondern ich rede von Nichtdeutschen. Wohlgemerkt alle, die eine ausländische, aber keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.
Laut Statistischem Bundesamt lebten Ende 2017 etwa 10,6 Millionen Menschen mit ausschließlich ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland. Gehen wir nur von einer Gesamtbevölkerung von 82,5 Millionen Menschen aus, bleiben 71,9 Millionen Deutsche. Der Anteil der nicht-deutschen Ausländer beträgt demnach rund 13% gegenüber 87% Deutschen. Dieses prozentuale Verhältnis ist die Messlatte in Deutschland, inwieweit Ausländer weniger kriminell oder kriminell sind als Deutsche. Die Kriminalitätsstatistik konzentriert sich lediglich auf den Vergleich der Straftaten 2017 mit jenen auch 2016 bzw. weiter zurückliegender Jahre. Der Blick der Statistik zwingt uns also zu diesem Dreisatz. Deliktsgruppen ergeben folgendes Bild. Der Anteil der Nichtdeutschen an der Gesamtbevölkerung liegt bei offiziell rund 13%. Das ist die Zahl, die Sie sich merken sollen, 13%. Bei einigen besonderen schweren Deliktsformen liegt der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger weit höher. Der Anteil der Nichtdeutschen bei Gewaltkriminalität 2017 lag bei 38%. Der Anteil Nichtdeutscher bei Mord liegt bei 37%. Der Anteil Nichtdeutscher bei Vergewaltigung und sexuelle Nötigung Übergriffe liegt bei 38%. Besonders bedrohlich wird vielfach die überfallartige Vergewaltigung empfunden, die viele Frauen ängstigt und dazu führt, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Der Anteil Nichtdeutscher bei überfallartiger Vergewaltigungen, Einzeltäter, ich weiß, warum ich das sage, ich komme gleich nochmal darauf, liegt bei annähernd 45%. Rauschmittelhandel ist weitgehend in der Hand von Tätern mit ausländischem Pass. Der Anteil Nichtdeutscher bei Handel mit Kokain und Crack liegt bei 74%. Der Anteil Nichtdeutscher bei Handel mit Heroin liegt bei 61%. Wie sehr hier die Tatformen wechseln, zeigen folgende Beispiele. Der Anteil Nichtdeutscher bei Diebstahl unter erschwerten Umständen liegt bei 42%. Und der Anteil Nichtdeutscher bei Taschendiebstahl liegt bei 74%. Gemessen an den 13%, die ich am Anfang gesagt habe, das sollten Sie sich merken, ist das sehr, sehr viel. Die BKS ist nur die Erfassung des Hellfeldes der Straftaten. Das Dunkelfeld, das bedeutet, die Straftaten, die aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Anzeige gebracht werden, bleibt im Verborgenen. Die klassischen Fälle sind diejenigen, wo der Schaden von einer Versicherung gedeckt wird, wie zum Beispiel bei Ladendiebstahl. Der Gießen Anzeiger, das ist eine der zwei großen Zeitungen in Gießen, schrieb am 21. September auf Seite 6, dieses Jahr natürlich, 21, vor ein paar Tagen. In Hessen wurden zwar im Jahr 2017 ein Rückgang um knapp 3% auf 22.475 Ladendiebstähle verzeichnet. Das ist die niedrigste Zahl seit 25 Jahren. Über die mutmaßliche hohe Dunkelziffer von über 98%. 2% wird nur zur Anzeige gebracht. 98%. Besitzen die Statistiken nach Einschätzung von Experten des Kölner Handelsinstitutes EHI aber nur eingeschränkte Aussagefähigkeit. Auch sind in der PGS neue Deliktsformen aufgenommen worden, wie zum Beispiel die Gruppenvergewaltigung. Etwas, was wir vor 5 Jahren, damit konnten wir gar nichts anfangen damit. Was ebenfalls bedenklich ist, ist die Tatsache, dass die Gewalt gegen Rettungskräfte und Polizei stetig zunimmt. Die Regierung hat darauf reagiert, indem sie das Strafmaß für die Delikte auf den Bereich des Widerstandes dieser Personengruppe erhöht hat. Nach meiner Meinung ist es nicht der richtige Weg, weil dieses Strafmaß wird nie ausgeschöpft. Ein Richter fängt immer mit der kleinsten Strafe an. Dann arbeitet man so, langsam, ganz deutlich, die kriegen 3-mal Geldstrafe, dann wird denen angedroht, dann kriegen sie 1-mal Bewährungsstrafe, dann wird die Bewährung nochmal verlängert und so geht es weiter. Letztendlich werden 5 oder 10 Polizisten verletzt, teilweise schwer verletzt, genauso Rettungskräfte, bis letztendlich der dahin kommt, wohin gehört, hinter Schloss und Riegel. Jo, und jetzt geht noch eine Zahl und dann verlasse ich schon die PKS. Insgesamt schlossen Hessens Staatsanwälte im Jahr 2017
388.259 Ermittlungsverfahren ab. In der BKS wohlgemerkt sind nur 375.000. Das heißt, es ist auch möglich, direkt bei der Staatsanwaltschaft Anzeige zu erstatten. Ja? Und wenn die das durchermittelt, ohne das bei der Polizei irgendwie zu melden, kommen diese Sachen nicht in der BKS. Und aus diesen 388.000 Ermittlungsverfahren wurden 27.400 zur Anklage gebracht. Das heißt 7,29%, nicht einmal 8% der Sachen, die Sie und die Bürger anzeigen und die Staatsanwaltschaft zur Kenntnis, nicht einmal 8% wird zur Anklage gebracht. Ist alles nur Papierkrieg. So viel erstmal zu BKS. Ein weiteres Problem in der täglichen Kriminalität sind die Angriffe mittels Messer. Nach Angaben des hessischen Innenministeriums hatten von der Tatverdächtigen im Jahr 2016 etwa 43% die deutsche Staatsbürgerschaft. Ist auch schön ausgedrückt. Man muss einfach nur umgekehrt rechnen und dann wissen wir, wie viele Nicht-Deutsche es waren. Die übrigen 57% verteilen sich demnach auf rund 60 verschiedene Nationen, von denen Türken ca. 10%, Afghanen ca. 7%, Syrer ca. 4% und Somalier ca. 4% die größten Gruppen bilden. Insbesondere Afghanen sind im Verhältnis zu ihrem Anteil an der hessischen Gesamtbevölkerung 0,6% und der Tätern also deutlich überrepräsentiert. Das sind alles Menschen mit Asylgründen, mit Flüchtlingsgründen, die hierher kommen. Ich frage mich, für was muss einer, der hier Schutz sucht in Deutschland, und das soll ihm auch gewährt werden, aber für was geht er dann zum Bahnhof mit dem Riesenmesser? Warum nimmt er das mit? Offensichtlich ist eine Auseinandersetzung mit einem Messer Teil der bunten Kultur der neuen Fachkräfte. Da, wo sich früher Erwachsene oder junge Männer auf der Kirmes mit der Faust dreimal auf die Nase gehauen haben, wird heute mit einer ungehemmten Brutalität das Messer gezückt und damit zugestochen, und zwar auf solche Körperteile, wo der Angriff meistens tödlich enden kann. Es hängt lediglich vom Zufall ab. Sie müssen sich überlegen, das ist eine dynamische Bewegung. So ein Streit von Messer, und da kann niemand sagen, ja, ich wollte den nur leicht hier an sein Fett stechen, damit ich den erschrecke, sondern das ist eine dynamische Bewegung und es hängt lediglich vom Zufall ab, ob Sie diesen Stich im Bauch, in die Leber, in die Lunge oder ins Herz bekommen. Es hängt lediglich vom Zufall ab, ob das Opfer nur leicht oder schwer verletzt wird, sogar so, dass er mit dem Ableben rechnen muss. Aus meiner Sicht ist es höchste Zeit, dass der Paragraph 224 des Strafgesetzbuches, das ist die gefährliche Körperverletzung mit jeglichem Gegenstand, der das Leben gefährden kann, entsprechend mit voller Härte des Gesetzes verfolgt und bestraft wird. Nach meiner Einschätzung sollte es sich dabei um Verbrechenstatbestand handeln, das heißt, dass die Mindestfreiheitsstrafe nicht unter einem Jahr anzuerkennen ist. Das hat als Folge, dass der Richter dort anfangen muss. Wenn Sie schreiben, zwischen 3 Monate und 5 Jahre, werden die 5 Jahre nie erreicht. Die werden nie erreicht, meine Damen und Herren. Der fängt mit 3 Monate, dann fängt er mit 4 Monate, dann geht es weiter mit 5 und da sind schon 3 Leute abgestorben. Und das ist unsere Pflicht, das zu verhindern. Der nächste Punkt, der auch bei uns im Programm entsprechend angesprochen ist, ist die Anzahl der Polizeibeamten. Die AfD möchte für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum sorgen, was auch entsprechend in unserem Wahlprogramm niedergeschrieben ist. Wir sind uns einig, dass wir deutlich mehr Polizeibeamte benötigen, um die aktuellen Herausforderungen so gut wie möglich zu bewältigen. Arbeitslos wird die Polizei mit Sicherheit nie. Allerdings darf das nicht ein Politikum sein, in dem man plötzlich die Zahl der Einstellungen erhöht, jetzt kommt's, ohne vorher die Voraussetzungen für eine geordnete Ausbildung zu schaffen. Das bedeutet, dass man ausreichend Lehrsäle, man braucht ausreichend Ausbildungspersonal und vor allem Ausbildungsplätze in der Fläche bei den Polizeistationen dafür sorgen, dass die da sind. Und zwar so, dass der tägliche Dienstbetrieb nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Wenn man Jahre im Voraus weiß, dass eine Pensionierungswelle, so wie jetzt in Hessen, auf den Polizeidienst zukommt, muss man rechtzeitig mit einer Einstellung von neuem Personal beginnen, da die Ausbildung eines Polizisten circa 3 Jahre dauert. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass bei den Einstellungsterminen im Sommer ein Großteil der Abiturienten
Die potenziellen Bewerber für die Polizei sind durch die freie Marktwirtschaft rekrutiert werden. Der Schrei nach mehr Personal ist gut, aber der Weg dahin muss frühzeitig erkannt und angegangen werden. Es darf auch nicht sein, dass die Qualität durch Quantität verdrängt wird. Und noch eins dazu. Wir sind der Meinung, dass ein deutscher Polizeibeamter auch die deutsche Staatsangehörigkeit haben muss. Hergebrachte Grundsätze des Beamtentums besagen, dass die Beamten keinen Arbeitsvertrag haben. Wir haben keinen Arbeitsvertrag. Jeder Mensch in der freien Wirtschaft hat einen Arbeitsvertrag. Unsere Arbeit beruft sich auf den sogenannten Dienst- und Treueverhältnis. Das besagt, dass der Beamte seine Arbeitskraft und seine Treue dem Dienstherrn zur Verfügung stellt und der Dienstherr verpflichtet, sich dem Beamten zu alimentieren und fürsorglich mit diesem umzugehen. Bei der Polizei werden auch ausländische Personen eingestellt, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Unter anderem muss man 5 Jahre in Deutschland leben, das hat sich geändert, vorher waren es 10, jetzt sind es 5. In 2 Jahren können Sie direkt hier von der Grenze rüberkommen. 5 Jahre in Deutschland leben und im Besitz einer gültigen Niederlassungserlaubnis sein. Jetzt frage ich mich, wie möchte jemand seine Treue zu dem Dienstherrn und zu diesem Land glaubhaft machen, wenn er, obwohl er 5 Jahre in Deutschland lebt und dazu in der Lage wäre, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen, wie will er diese Treue deutlich machen? Warum hat er diese deutsche Staatsangehörigkeit nicht beantragt? Das ist das Erste, wonach ich mich gesehnt habe und total stolz war, wo ich meine Einbürgerungsurkunde vom Regierungspräsidium bekommen habe. Und bevor Sie es aus anderen Quellen erfahren, es wird gemunkelt bei mir überall, ich hätte 2 Pässe. Nein, habe ich nicht. Das sind Fake News, ich stamme aus Rumänien und damals, erzähle ich Ihnen kurz die Geschichte, nur damit Sie es wissen, ganz offen und ehrlich. Habe ich bei der Polizei angefangen und dann kam die Polizei irgendwann mal auf mich zu. Das ist jetzt so lange zurück, dass wir damals keine ausländische Staatsangehörige eingestellt haben. Und fragte mich, sag mal, du hast noch eine Staatsangehörigkeit. Sage ich, ja. Soll ich die absagen? Ja, es ist besser, es ist, sage ich, kein Problem. Habe ich die Botschaft angeschrieben. Habe ich gesagt, ich möchte gerne meine rumänische Staatsangehörigkeit abgeben. Weil ich hatte die deutsche und die war mir wichtig. Die ist mir auch wichtig und ob da noch eine rumänische irgendwo rumschwillt, ist mir egal. So, und da kam die Antwort von der Botschaft und die haben damals gesagt, in D-Mark-Zeit 1250 D-Mark kostet das, um die abzusagen. Habe ich gesagt, prima. Habe ich meinen Dienstherrn geschrieben, sage ich, lieber Dienstherr, gerne bin ich bereit, die rumänische Staatsangehörigkeit abzulegen. Ich muss aber 1250 D-Mark. Möchten Sie die Kosten übernehmen? 23 Jahre warte ich jetzt auf die Antwort. Die ist nicht gekommen. Und ich habe persönlich, natürlich sind wir gegen 2 Staatsangehörigkeiten in unserem Programm. Und das soll auch so sein, weil man soll sich für eine entscheiden. Aber wichtig, man soll sich für die richtige entscheiden. Und für derjenige, der hier in Deutschland lebt, ist die deutsche Staatsangehörigkeit wichtig und die Bürgerschaft und darum soll er kämpfen. Was passiert? Also dadurch, dass ich überhaupt keinen Pass mehr habe, ich habe natürlich auch kein Wahlrecht, will ich auch nicht. Ich habe hier mein Wahlrecht, ich darf hier gewählt werden und das ist für mich wichtig. Aber was ist zum Beispiel mit einem türkischen Beamten, der nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hat, wenn er mal zum Militärdienst einberufen wird? Was soll dann der Dienstherr sagen? Ich habe diplomatisch überhaupt keine Möglichkeiten, du bist ja überhaupt kein deutscher Staatsbürger. Wenn dich die Türkei ruft, musst du gehen. Weg ist der Polizist, in dem wir 3 Jahre Ausbildung gesteckt haben. Nur um es klarzustellen, wir begrüßen ausdrücklich Kollegen mit Migrationshintergrund. Oder wie es Frau Dunja Hayali, die kennen Sie alle, neuestens sagt, das heißt nicht mehr Migrationshintergrund, das heißt Migrationsvordergrund. Weil der Hintergrund wäre ja schon eine rassistische Aussage. Also diese Leute, die einen Migrationsvorder-Hintergrund haben, begrüßen wir sehr ausdrücklich bei der Polizei. Denn damit haben wir die schwierigsten Probleme im Griff und das ist die Sprachbarriere. Trotzdem aus den besagten Gründen sind wir der Meinung, dass der deutsche Beamte auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen soll. Videoüberwachung. Kommen wir zum nächsten Thema, die Videoüberwachung. Es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit. Natürlich ist eine Videoüberwachung eine sehr effiziente Methode, präventiv als auch repressiv.
Jedoch ist jede Überwachung nur dann effizient, wenn dahinter auch ein erfahrenes Polizeiauge steht und Beamten bereitstehen, um in das Geschehen oder unmittelbar danach anzugreifen. Ganz einfach, wenn Sie irgendwo eine Kamera aufstellen, die wird weder Straftaten irgendwie verhindern, allein die Kamera ist nichts wert. Dahinter muss ein Polizist stehen, der Modus operandi, Vorgehen der Täter erkennt, rechtzeitig das erkennt und dann muss er auch noch ein paar Leute haben, denen er sagt, bitte da, greift jetzt ein. Die Videoüberwachung ist ein klingender Ritt zwischen der Freiheit der Bürger und der Grundrecht auf informationelle informationelle Selbstbestimmung und die Erfolgsaussichten des Staates in der präventiven und repressiven Hinsicht. Aus diesem Grund muss man immer genau abwägen, wo eine solche Videoüberwachung sinnvoll ist und sie mehr Rechte schützt als verletzt. Wir erinnern uns an den Fall des U-Bahn-Schubsers, der eine Frau die Treppe von hinten heruntergetreten hat. Ohne die Videoüberwachungssequenz wäre der Täter nie ermittelt worden. Über das Urteil möchte ich hier nicht referieren, weil der Täter nur wegen einer gefährlichen Körperverletzung angeklagt wurde. Zum Glück hatte die Frau nur einen Arm gebrochen, aber wieder das Glück hat darüber entschieden, was passiert. Die Handlung wäre nach meinem Dafürhalten auch geeignet gewesen, sich das Genick zu brechen. An solchen Orten und in diesem Fall kann mir, glaube ich, jeder zustimmen, dass eine Videoüberwachung sehr sinnvoll ist. Man muss bei der Videoüberwachung auch darüber denken, dass vielleicht eine temporäre oder mobile Videoüberwachung einzurichten. In vielen Fällen reicht das aus, wenn ein Ort nur für ein paar Monate oder zu bestimmten Zeiten videoüberwacht wird. Das soll dann von Fall zu Fall entschieden werden. Was entschieden erleichtert werden muss, ist die Entscheidungsbefugnis. Jetzt ist es so, dass es im Ministerium, also bis zur Ministeriumsebene und Parlament entschieden werden muss, ob überhaupt irgendwo eine Kamera aufgestellt werden darf. Wenn ich entdecke, dass irgendwo schwere Straftaten begangen werden, muss ich sofort reagieren und kann nicht 6 Monate oder 8 Monate durch so ein Verwaltungsverfahren durchgehen, bis dann irgendwann die Herren sagen, ja, es kann jetzt so kommen. Vertrauen wir unserer Polizei und lassen wir diese nach den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und zum Wohle aller Bürger entscheiden, wo man diese Technik präventiv einsetzt. Der jetzige Weg geht bis ins Ministerium, das habe ich gerade gesagt. Bis alle Instanzen durchlaufen sind, vergehen Monate und Opfer müssen darunter leiden. Und das ist das, was am wichtigsten ist. Wir wollen nicht, dass Leute leiden und auch nicht verletzt werden. Und das müssen wir entsprechend unterbinden. Ja, ich will noch ein paar Worte zu dem Fall Maaßen sagen. Das hat wahrscheinlich jeder verfolgt. Der Umgang mit diesem Herrn ist unmöglich. Hans-Georg Maaßen wurde auf Druck des Partners der Großen Koalition abgesetzt. Ein Mann, ein Polizist, der uns, damit meine ich vermutlich nicht uns persönlich, aber vielen Bürger bereits mehrfach das Leben gerettet hat. Ja, meine Damen und Herren, wer es nicht weiß, durch seine Arbeit und die Arbeit seines Amtes wurden mehrfach Anschläge vereitelt bzw. im Keim erstickt. Die Vorsitzende der einstgrößten Arbeiterpartei, Sie wissen wahrscheinlich, welche Partei ich meine, die nie in ihrem Leben gearbeitet hat, also einer versicherungspflichtigen Tätigkeit nie nachgekommen ist, sagte, ich sage euch, Maaßen muss gehen und er wird gehen. Und am Mittwoch dieser Woche wurde die Versetzung von Maaßen in das Bundesministerium verkündet. Der bayerische Löwe, ehemals Bettvorleger von Frau Merkel, landet, hat sich mal wieder gebeugt, auch wenn Herr Maaßen einen Posten als Staatssekretär im Bundesinnenministerium bekommt, der gleichzeitig einer Beförderung und die Bezahlung aus einer Besoldungsgruppe B9 in die Besoldungsgruppe B11 mit sich bringt. 2.800 Euro, glaube ich, sind das mehr. Was hat er aber Maaßen eigentlich gesagt, was zu einer solchen Hetzjagd auf seine Person geführt hat? Es hatte lediglich zu einem Video, was eine angebliche Hetzjagd in Chemnitz darstellen sollte, dass er nach den ihm vorliegenden Fakten an der Authentizität dieses Videos zweifelt. Er hat nicht einmal gesagt, seine Behörde zweifelt daran. Er hat gesagt, ich zweifle daran. Was war so falsch daran? Das Video zeigt eine offensichtlich deutsche Person,
die hinter einer offensichtlich ausländischen Person herläuft und versucht, dieser Person wörtlich in den Hintern zu treten. Niemand kann Auskunft darüber geben, was der Grund bzw. die tatsächlichen Umstände dafür waren. Niemand weiß, was ist vorher passiert. Wurde der beleidigt? Wurde der angegriffen? Das weiß niemand. Wir wollen auch keine Hetzjagd kleinreden. Und wir verurteilen diese ausdrücklich und lehnen jegliche Rechtfertigungsgrund dafür ab. Es muss sich aber um eine Hetzjagd handeln, wobei es dafür keine feststehende Definition gibt. Es gibt rechtlich keine Definition, was eine Hetzjagd ist. Üblicherweise redet man davon, wenn mehrere Personen gezielt eine andere Person über einen bestimmten Zeitraum verfolgen, um ihr letztendlich an der körperlichen Unversehrtheit zu schaden. Danach muss sich jeder für sich selbst die Frage beantworten, ob es bei dieser Videosequenz sich um eine Hetzjagd handelte. Man hat ja gesehen, der Mann hat versucht, dem anderen wortwörtlich in den Hintern zu treten, hat es nicht geschafft und hat nachher auch diese Verfolgung abgebrochen. Ja? Der Grund könnte in Wahrheit ein anderer sein. Am 20. Juni 2018 sagte Hans-Georg Maaßen, ich zitiere, das derzeitige Niveau der Gewalt und Aggressionen von den Linksextremisten, sowohl gegen Polizeibeamte, auch gegen zivile Personen und Einrichtungen, ist besorgniserregend. Der größte Fehler aber, für den Maaßen auch in den Medien angeprangert wird, ist jedoch die Tatsache, dass Maaßen mit seiner Einschätzung und der von der Überzeugung getragene Aussage Frau Merkel widersprochen hat. Man hatte wörtlich aus den Nachrichten Frau Merkel dupiert. Diese hatte auch entgegengesetzt des Ministerpräsidenten Kretschmer und ohne vor Ort gewesen zu sein, behauptet, dass in Chemnitz Hetzjagden Mehrzahl stattgefunden haben. Es ist schon erstaunlich und sehr bedenklich, wenn in einem Rechtsstaat ein Beamter, der seine Meinung äußert, wegen einer Aussage so behandelt wird. Von hier aus wünschen wir Herrn Maaßen bei der Verrichtung seiner Arbeit im neuen Job viel Erfolg und alles Gute. Ich habe noch zwei Themen und dann bin ich fast durch. In Hessen, ich möchte noch ein paar Sätze zu Islamismus sagen. In Hessen leben nach Angaben der Landesregierung derzeit 4.170 Islamisten. Das sind die, die bekannt sind. Wir reden nicht von der Dunkelzahl, die möchte ich auch nicht wissen, weil dann schlafe ich nicht mehr gut. Darunter 1.650 extrem konservative Salafisten. Nach vorläufiger Erhebung sind 134 Verdächtige politischer Kriminalität aus diesem Spektrum erfasst worden. Ein deutlicher Anstieg gegenüber des Vorjahres von 75 Personen. Etwa ein Viertel der 1.650 salafistischen Akteure gelten als gewaltbereit. Bei den übrigen Islamisten seien es nur Einzelfälle. Und wenn jeden Tag drei Einzelfälle passieren, meine Damen und Herren, dann ist es nicht mehr lustig. Etwa die Hälfte der den Behörden bekannten Islamisten besitze keine deutsche Staatsangehörigkeit. Bei den Salafisten sei es rund ein Drittel. Auch sehr bedenklich, man kann sich da seine Gedanken machen und es ist wirklich sehr bedenklich, dass auch Deutsche sich diesem Spektrum anschließen. Ja. Das sind diejenigen, die sich nicht hier integriert haben. Und zur Integration sage ich nachher auch noch zwei Töne. Regionaler Schwerpunkt der Szene ist laut Ministerium das Rhein-Main-Gebiet. Eine größere Szene an Salafisten gäbe es aber auch in Nordhessen. Also Sie sehen, auch Sie sind hier in diesem schönen Ländle leider nicht davor gefeit. Die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen islamistische Extremisten hat sich 2017 in Hessen versiebenfacht. Siebenmal mehr. Mehr Personal und eine neue Ermittlungsstelle sollen dieser Entwicklung Rechnung tragen. Und jetzt, fast zum Ende, noch zwei Sätze zur Integration. Das ist immer so eine Sache, die mich wirklich interessiert, weil ich habe meine Erfahrungen gemacht und darüber möchte ich gerne mal ein paar Dinge sagen. Wer sich in Deutschland integrieren will, dem stehen alle Möglichkeiten nach meiner Meinung offen. Und ich habe noch keinen ausländerfeindlichen Deutschen hier kennengelernt oder erlebt. Jedoch habe ich mich immer an einfache Regeln gehalten. Erstens, lerne die Sprache des Landes, in dem du lebst. Das ist die erste Brücke zu den Einheimischen. Zweitens,
Erbringe deinen Beitrag für die Gesellschaft. Geh arbeiten, zahle deine Steuern und hilfe Hilfsbedürftigen. Drittens, respektiere die Sitten, Gebräuche und die Kultur des Landes, in dem du lebst, denn du bist hierher gekommen. Und vor allem werde nicht kriminell. Diese einfachen Regeln haben mir die Integration zu einem Automatismus gemacht. Diese einfachen Regeln möchte ich auch jedem Ausländer an Herzen legen, damit er hier in Deutschland ankommt. Es gibt natürlich noch viele Felder, über die wir uns heute unterhalten könnten. Vielleicht schaffen wir es noch in der anschließenden Fragerunde. Der US-amerikanische Psychologe Maslow hat die Sicherheit als zweite Stufe in seiner Bedürfnispyramide eingestuft. Gleich nach den Grundbedürfnissen wie Essen, Trinken und Schlafen. Nachher sehnt sich der Mensch nach Sicherheit. Mit dem Wort Sicherheit ist gemeint Stabilität, Geborgenheit, Schutz, Angstfreiheit, Bedürfnis nach Struktur, Ordnung, Gesetz, Grenzen und Schutzkraft. Das sind auch die Bedürfnisse, die jeder Bürger in seinem Land hat. Nicht nur wir Deutsche hier in Deutschland. Meine Damen und Herren, es ist nicht alles schlecht, was im Bereich der Sicherheit gemacht wurde. Diese Ehrlichkeit sollte man an den Tag legen und auch gute Arbeit anerkennen. Das unterscheidet die AfD von den anderen Parteien. Wir machen keine Ideologie- und Fundamentaloppositionspolitik, wir machen Politik für den Bürger und für niemand anders. Wenn die Politik gut für den Bürger ist, dann stimmen wir zu und erkennen die Arbeit an, egal aus welcher Ecke sie kommt. Aber es gibt... aus unserer Sicht auch in diesem Bereich viel zu tun. Die Bürokratie muss bei der Polizei abgebaut werden, die Beamten bei der Polizei und die Justiz müssen besser besoldet werden, wir müssen zum Beispiel zurück in die Tarifgemeinschaft der Länder, die Schichtdienstzulagen müssen erhöht werden für diejenigen, und damit meine ich teilweise auch die Krankenschwestern und alle, die im Schichtdienst arbeiten. Gucken Sie sich mal um, und das ist jetzt nicht Thema Sicherheit, wie mittlerweile die medizinische Versorgung in Deutschland funktioniert. Das ist ein Riesenproblem. Aber wir müssen auch diese sinnlose BR-Aktionen beenden. Das kennt wahrscheinlich jeder von Ihnen, Geschwindigkeitsmarathon. Da wird vorausgesagt, morgen blitzen wir da und da zwischen der und der Uhrzeit. Ja, das ist sowas, da bleiben Leute stehen und sagen, wie könnt ihr sowas machen als Polizei? Ihr geht auch nicht hin und sagt, übermorgen machen wir in der Kneipe eine Razzia. Also passt auf, dass wir euch nicht erwischen. Genauso wie diese Segway-Streifen oder jetzt neuestens wurden Elektroschwalben angeschafft. Ja, was macht der Polizist? Der sieht etwas, lässt das Ding fallen und läuft dahin. Da muss er einen Funkwagen rufen, damit man denjenigen, den man vielleicht erwischt, in der Zwischenzeit ist das Ding gefallen. Also das sind alles nur so PR-Aktionen, die absolut sinnlos sind. Diese müssen wir abschaffen. Darüber werden wir in der Zukunft reden und dafür werden wir auch kämpfen, dass der Bürger uneingeschränktes Vertrauen in die Polizei und der Arbeit hat und vor allem sicher sein soll. Das, meine Damen und Herren, ist Ihr Auftrag an uns. Das nehme ich ernst und das werde ich versuchen, mit meiner Kompetenz umzusetzen. Die Sicherheit darf keine Frage des Geldes sein oder werden. Die Sicherheit ist eine Frage des Vertrauens. Andreas Denzer hat es sehr trefflich formuliert. Selbst die größte Unsicherheit ist nicht so gefährlich wie falsche Sicherheit. Meine Damen und Herren, liebe Bürger, lassen Sie uns die Politik ändern, auf den demokratischen und vernünftigen Weg mit gesundem Menschenverstand. Gehen Sie bitte am 28.10. wählen, wählen Sie mit beider Stimme die AfD. Vielen Dank. Der Applaus zeigt, du bist sehr sympathisch rübergekommen. Toller Vortrag, es war sehr spannend. Sie sind sehr diszipliniert gewesen, das möchte ich jetzt mit einer kleinen Unterbrechung belohnen. Wir machen also 5 Minuten Pause, holen Sie sich Getränke, weil anschließend kommt der Albrecht Glaser mit seinem circa 3-stündigen Vortrag. Also stärken Sie sich.